Lego-Welt ist alles möglich. Du stehst am Anfang eines kreativen Abenteuers. Unendliche Welten erwarten dich. Unendliche Möglichkeiten. Und ein Ziel, Meisterbauer zu werden. Sieh nur, wie diese Steinzauberer ihre kreativen Werkzeuge nutzen. Wie sie Kreaturen rufen, Häuser herbeizaubern, Berge einebnen und das ganze Land umgestalten. Auch du kannst diese Macht nutzen. Entdecke und meistere die kreativen Werkzeuge. Sammle neue Steine, Modelle und Fahrzeuge. Erobere Welten. Mach dir einen Namen und werde ein Meisterbauer. Der neue Welten voller Möglichkeiten schafft. Willkommen bei Lego Worlds. Genau, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Lego Worlds. Ich habe es mir nie trauen lassen, dass ich mit meinen fast 40 nochmal Lego spiele. Aber ja, so soll es sein. Wir spielen Lego Worlds. Ich heiße euch recht herzlich willkommen. Und wir sagen einfach ein neues Spiel. Ich spiele das Ganze mit dem Xbox 360 Controller, kabelgebunden auf dem PC natürlich. Und los geht's. Spielstand 1, leer. Ja, natürlich. Wir fangen ganz von vorne an. Bestätigen, ja, na klar, Spiel wird gespeichert, speichern erfolgreich, so, automatisch speichern, verwenden Sie jetzt Spielstand 1, okay. So. Können hier auf Einstellung gehen und so weiter und so weiter. Add-on-Inhalte zurück. So, Spiel spielen, neues Spiel online. Wir spielen erstmal Solo. So. Unheimlich gut in Szene gesetzt, das Ganze. Weltraumschafe. Y gedrückt halten, sagt er. Jawohl. Bearbeiter. So, wir nehmen natürlich einen männlichen Charakter. Intergalaktische Haare. Was? Nein. Wir lassen ihn erstmal als Glatze. So, kein Bart. Geht natürlich nicht. Nein. Bleiben wir weiß. Astronaut, so. Kein Umhang. Okay. Natürlich meinen Helm vergessen. Ist aber nicht so schlimm. Und Piratenspielplatz. Oha. Deine erste Lego-Welt. Es gibt viel zu entdecken. Aber deine Rakete hat es schlimm erwischt. Mit ein paar goldenen Steinen solltest du sie reparieren können. Oha. Okay, ich brauche 3 goldene Steine. Und jetzt müssen wir irgendwelche Aufgaben erfüllen, dass wir auch diese Steine erhalten. Oha. Schau mal, ein Meteorit. So, dann schauen wir da mal hin. Jawohl.
Entdeckungswerkzeug und natürlich ein paar Ressourcen. Das Entdeckungswerkzeug. Nutze das mächtige Entdeckungswerkzeug, um neue Modelle, Outfits, Kreaturen und Fahrzeuge zu scannen und zu sammeln. Sobald sie in deiner Sammlung sind, kannst du sie mit dem Werkzeug in deinen Welten erscheinen lassen. Platziere sie, wo du willst, oder schleudere sie gen Himmel. Den Umgang mit dem Entdeckungswerkzeug zu lernen, ist der erste Schritt auf deinem Weg zum Meisterbauer. Okay. Oh, was haben wir denn hier? B reden. Was ist denn B? B ist da. Ich brauche hier Schweine und Hühner. Klar soweit? Annehmen natürlich. So. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Kreaturen. Okay. Okay. Müssen wir noch Schweine finden? Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Objekte. Ja, ist ja klar. Wir müssen erstmal Schweine finden. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Fahrzeuge. Möwe, alles entdecken hier. Komm ich hier nicht rauf? Zack, doch, klar. So. Wo haben wir denn Schweine? Schweine, da sind doch Schweine. Platsch. So. Jawohl. Dann haben wir unseren ersten goldenen Stein. Natürlich Ressourcen. So. Der erste goldene Schritt auf deinem Weg zum Meisterbauer. Aber um die Rakete zu reparieren, benötigst du noch 2 goldene Steine. Okay, dann schauen wir weiter.
schauen wir weiter. Schauen wir mal hier hin. Ah, natürlich das Lagerfeuer. So. Piratenkapitän kann noch nicht entdeckt werden. Mission verfügbar. Ah, jetzt reden, jawohl. Ich brauche einen Piratenthron, damit ich mich auf diesem Schiff wie zu Hause fühlen kann. Annehmen. So, schauen wir uns hier erstmal um. Kann hier alles einsammeln. Sieht aus wie ein Goldschatz. Sehr schön. Yeah. Überall sind Schatztruhen. So, schauen wir hier nochmal weiter. Upsa. So. Schatztruhen. Ups. Jawohl, dann suchen wir mal den Thron. Da ist der Thron, möchte ich sagen. Koralle, sehr cool. So. Okay, dann bringen wir dem ollen Piratenkapitän mal seinen Thron. Können wir auch sprinten? So, bleiben wir mal Astronaut. Ne, sprinten können wir nicht. Das ist die einzige Geschwindigkeit. Okay, gehen wir hier hin. So, Entdeckungen. Da ist er. So, drehen. Platzieren. Jawohl, da haben wir unseren zweiten goldenen Stein. Legendärer Bauer. Okay. Ja, alles einsammeln. 2 von 3. Noch einen, dann kannst du abheben und eine andere Welt ansteuern. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Du hast deinen ersten Charakter entdeckt.
Charaktere können freigeschaltet werden, nachdem du eine Mission für sie erledigt hast. Sobald sie freigeschaltet und erworben sind, kannst du sie in der Welt platzieren. Steuerung ist ein klein wenig hakelig. Ruderboot. Aber das passt schon. So, wir gehen mal ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was hier ist. Hui. So. Der Captain will eine Piratenturmuhr, aber ich kann die Kiste mit den Bauerleitungen einfach nicht öffnen. Hilfst du mir? Ja, klar. Ja, was soll ich da machen? Das weiß ich noch nicht, was ich hier machen kann. Ich kann die öffnen. Ah, okay. Piratenturmuhr. Sehr neue schön. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Steinsets. Okay, du brauchst hier so eine Dingens, ja? Ja, dann machen wir das. Die Piratenturmuhr. Jawohl. Legendärer Bauer. Sehr schön. Und Errungenschaften freigeschaltet. Das ist so lustig animiert. Sehr geil. Entdeckender Bauer. Neuer Rang. Jawohl. Okay. 3 goldene Steine. Genau das ist es, was deine Rakete braucht. Herzlichen Glückwunsch. So, schauen wir mal. Es dürfte nur noch unser Raumschiff hier sein. Ja. Okay. So, B. Zack. Und er schmeißt die alle einzeln rein. Sehr schön. Okay, dann hoffe ich mal, wir haben hier alles erledigt. Dann springen wir rein. Die Galaxiekarte zeigt dir die Welten, auf denen du schon warst, die Welt, auf der du dich befindest und die Welten, die du noch nicht erkundet hast. Sammle mehr goldene Steine, dann kannst du weiter entfernte Ziele ansteuern, größere Welten mit mehr Biomen, wo eine Fülle von Entdeckungen auf dich wartet. Okay. Alle Fortschrittsänderungen an dieser Welt werden gespeichert.
Alle Fortschritte werden gespeichert. Ja, speichern und fortfahren. Speichern und Welt verlassen. Speichern und Spiel beenden. Einstellungen und abspringen. Neu positionieren. Bilder habe ich keine. Und wir können wahrscheinlich nur dieses hier machen. Zur Welt. Okay, dann machen wir das. Zack. Ach, so liebevoll gestaltet. Sehr schön. Das ist quasi unser Ladebildschirm. Sehr cool. Und in den Landeanflug. Yeah. Vulkaninsel. Urgeschichtliche Gefahr. Okay. Die Gedankenblase deiner Rakete verrät dir, wie viele goldene Steine du noch brauchst, um den nächsten Rang zu erreichen. Allerdings gibt es die nicht auf allen Welten in Hülle und Fülle. Sobald du meinst, auf einer Welt alle goldenen Steine gesammelt zu haben, solltest du eine andere Welt aufsuchen, um mehr davon zu finden. Ah, der Himmel fällt uns auf den Kopf. Ah, Quatsch. Es ist noch einer von diesen Meteoriten. Okay, dann schauen wir uns die natürlich auch gleich an. Du solltest dir die Meteoritenabsturzstelle ansehen. Dort gibt es sicher etwas Nützliches zu finden. Okay, schauen wir mal. Da oben ist abgestürzt. Oh, heiß an den Füßen. Ein neues Werkzeug, Landschaftswerkzeug, okay. Landschaftswerkzeug. Mit dem Landschaftswerkzeug kannst du die Umgebung neu gestalten. Lasse Berge emporragen, grabe Schluchten oder ebne ein ganzes Dorf ein. Tja. Du hast das Landschaftswerkzeug. Du hast die Macht. Oh, ich habe die Macht. Okay. So, und jetzt gibt es hier ein bisschen was zu entdecken und zu erleben. Aber das, liebe Leute, sehen wir in der nächsten Folge von LEGO Worlds. Ich danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr mehr davon sehen wollt. Es wird von meiner Seite her natürlich ein bisschen mehr geben. Ich habe voll Bock darauf. Und wie gesagt, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich nochmal LEGO spiele. Ja. Zwar jetzt hier am PC, aber es ist so liebevoll gestaltet, es macht richtig viel Spaß und ja, es ist sehr cool animiert. Ich könnte mich kaputt lachen. Okay. Heiß. So, wir gehen mal hier ins Grüne, da ist es nicht so heiß. So. Alles klar, ich danke fürs Zuschauen, schalt wieder rein, wenn's heißt Let's Play LEGO Worlds. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euch noch einen schönen Tag und ciao.